Was in dieser Folge passiert. Sechs verbleibende jetzt nochmal in der letzten Megabox. Jetzt geht's aber los, Leute. Oh mein Gott, ich liebe diese neue Animation, wie das jetzt hier rechts unten in der Ecke blinkt. Das heißt, es kommt jetzt hier ein neuer Brawler raus in 3, 2, 1 und... www.scheißboxer.shop. Der Scheißboxer Day. Sicher dir jetzt die letzten Tickets. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Ja Leute, was geht ab? Willkommen. Heute haben wir mal eine Mission auf einem brandneuen Account. Der heißt übrigens Pookie. Ja, sehr geiler Name auf jeden Fall. Da war ich mal wieder super kreativ. Auf jeden Fall Leute, ich muss jetzt erstmal hier, Brawly Days Geschenk. Kann man sich natürlich auch gönnen. Ich muss jetzt hier erstmal auf entspannt, Leute, Creator Code Pookie eintragen und ein paar Gems kaufen, Leute. So Leute, 2000 Stück haben wir schon mal am Start, aber... Ich wäre nicht Pookie, würde ich jetzt nicht noch mehr aufladen. Und ja, da sind sie auch am Start. Das heißt, wir sind bei 4000 Juwelen, Leute. Und oh mein Gott, das ist auch das erste Mal nach dem Update, dass ich so ein fettes Opening mache auf einem neuen Account. Und ich bin mega gespannt, weil diese ganzen Kisten, diese Kistenanimation, das ist alles neu, wenn man einen neuen Brawler zieht. Und es sind zum Beispiel jetzt 6 verbleibende. Dieser letzte verbleibende Gegenstand, der blinkt dann so richtig auf. Ich habe das nur mal bei Kevin im Livestream, glaube ich, gesehen, aber selber noch nie erlebt. Deswegen, Leute, ich will das heute auf jeden Fall mitbekommen und wir wollen heute einfach mal gucken, wie viele Brawler und wie viele Gems bekomme ich aus 50 Megaboxen. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst auch unbedingt ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bevor wir jetzt loslegen, noch eine ganz, ganz wichtige Sache und zwar, Leute, ihr könnt euch jetzt anmelden für die Red Bull MEO Qualifier in Deutschland. Einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung anklicken, dort kommt ihr dann direkt auf die Seite, wo ihr euch mit eurem Dreier-Team anmelden könnt. Und ja, insgesamt haben 64 Teams Platz. Die besten 8 Teams werden dann im Finale, im deutschen Finale am 12.01. gegeneinander spielen, was ich übrigens casten werde. Also mega nice Sache. Und ihr könnt alle von zu Hause aus mitmachen, ganz bequem. Niemand muss irgendwo hinfahren. Und das Gewinnerteam vom deutschen Qualifier, das wird dann nach Spanien eingeflogen auf Red Bulls Nacken. Ihr bekommt einen Jahresvorrat an Red Bull, euer ganzes Team, also jeder davon. Und ja, ihr könnt dort dann im Prinzip beim Riesenturnier für Deutschland spielen und ein riesen Preisgeld mit nach Hause nehmen. Also Leute, verpasst die Möglichkeit auf jeden Fall nicht. Jeder, der irgendwie denkt, er könnte da was reißen mit seinem Team, Leute, macht auf jeden Fall mit. Meldet euch jetzt an. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon mit dem Opening, Leute. Die allererste Megabox wird jetzt auch direkt geöffnet. 3, 2, 1 und let's go. 3 verbleibende, okay. Ey, die 3, auch die Platzierung von der Zahl ist voll anders, ne? Sehe ich gerade so. Also, oh mein Gott, und jetzt blinkt schon, hä? Heißt das, dass jetzt schon was Neues kommt? Oh mein Gott, was? Lol, wie krass ist das denn? Okay, das heißt, wenn es blinkt, wissen wir, es kommt was Neues. Wie krass ist das denn? Und jetzt schon wieder hier ist es so ein bisschen am Leuchten. Zack, da ist nochmal ein Markenverdoppler drin. Okay, wir haben schon mal die Scheißboxerin gezogen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine nice Sache. Creator Code Pookie, Leute, müsst ihr auf jeden Fall alle eintragen. Jetzt, wenn ihr euch die Weihnachtsskins holen wollt, Leute, sowieso, einfach mal eintragen auf Ehre. Wäre natürlich mega korrekt, wenn ihr euch dann was kauft mit Gems. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Zweite Megabox. 2 verbleibende, da ist nichts Neues drin. Sonst hätte es auch geblinkt. Okay, ich verstehe schon das System. Let's go. Und wir haben bis jetzt übrigens noch gar keine Gems gezogen, weil das ist natürlich auch wichtig für die Rechnung dann am Ende. Und der nächste Brawler ist blinkt wieder und es ist Kevin. Grüße gehen raus an Kevin. Und wir haben die ersten Gems. 8 Juwelen haben wir bekommen. Das ist schon mal eine gute Summe, würde ich sagen. Okay, nächste Megabox. Let's go. Zack. Und 4 Verbleibende. Es interessiert mich einfach, wie viele Gems man da am Ende rausziehen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel 50 Megaboxen öffnet, wie viele Gems bekommt man, beziehungsweise wie viele Megaboxen kann man sich mit diesen Gems, die man dadurch bekommt, nochmal holen? Das ist natürlich ganz interessant und das gucken wir uns heute auch an. Let's go, schon wieder was Neues. Ich tippe mal auf Daryl. Okay, es ist Rico, kann man auf jeden Fall trotzdem machen und es sind 5 Juwelen, Leute. Ich muss natürlich immer mitschreiben, damit ich hier nichts vergesse. Und ja, jetzt können wir eigentlich alles ziehen. Let's go, 4 Verbleibende. Da ist leider nichts Neues drin, aber 5 Juwelen nochmal. Sehr, sehr gut, Leute. Wir sammeln auf jeden Fall gut Juwelen. Ich bin gespannt, wie viele am Ende rauskommen. Könnt ihr jetzt schon mal gerne in den Kommentaren raten. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ich jetzt 50 öffne oder 55, keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall ziemlich gleich ähnlich. So, nochmal 5 Juwelen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und jetzt würde ich sagen, 5 Verbleibende und ein neuer Brawler. 3, 2, 1... Nö,
da ist tatsächlich nichts Neues drin und auch keine Juwelen. Digga, kann ich jetzt vielleicht mal was Neues? 6 verbleibende, let's go, Leute. Warte mal, sind das jetzt 2 neue Brawler? Das wäre natürlich eine richtig nice Sache, okay. Ja, und es ist jetzt schon mal ein neuer Brawler, let's go. Der Scheißboxer und es ist noch was Neues, weil es wieder blinkt. Und es ist Barley, Alter. Wie krass ist das? Ich feiere das richtig krass, wenn das jetzt so am Blinken ist. Also, das gab es da vorher noch nicht. Und ich finde, das ist echt eine geile Änderung, weil man dann immer sicher sein kann, dass da noch was drin ist. Von Brawlern her und jetzt nicht irgendwie nur Powerpunkte, weil das gibt's ja auch, ne? So, 5 verbleibende, da wird nichts Neues drin sein. Let's go. Und wir bekommen 9 Juwelen. Alter, wie viele Juwelen wir einfach sammeln durch diese Megaboxen. Digga, da macht man ja fast schon Profit. Kommt mir so vor zumindest. Okay, 5 verbleibende. Da wird leider nichts Neues drin sein. Ja, kann man machen. Aber 3 Juwelen, Leute. Sehr, sehr nice. Schreibe ich natürlich direkt wieder auf. So muss das sein. Und die nächste Megabox, wir haben noch über 3000 Juwelen. 5 verbleibende, ey, come on. Ach, Software-Update, ja, juckt mich nicht, danke. Und 8 Juwelen, Digga. Also, boah, ich bin echt gespannt, wie viele es am Ende sein werden. Ich kann mir echt vorstellen, dass das so um die 200 rauskommen werden. Also, ja, gucken wir einfach mal. So, 5 verbleibende wieder, nichts Neues leider. Ey, wir haben jetzt schon die ganzen seltenen Brawler gezogen. Wir haben schon einen super seltenen bis jetzt. Und sonst noch gar nichts und schon 1000 Gems ausgegeben. Digga, hat das Update hier irgendwie das Luck weggenommen? Ich glaube nicht, weil wir haben schon wieder 6 verbleibende und das wird wieder ein neuer Brawler. Let's go! 3, 2, 1 und es ist Daryl. Sehr, sehr nice. Leider keine Boni, also kein Gem oder irgendwas, aber ein neuer Brawler. So, wir haben noch genau 3006 Juwelen. Let's go! Die nächste Megabox, 5 verbleibende. Ey, come on. Was ist denn da los heute? 3 Juwelen. Naja, immerhin. Aber Digga, die ganze Zeit 5 verbleibende, das ist nicht gut. Übrigens, Leute, ihr könnt gerne mal auf www.scheißboxer.shop gehen. Das ist nämlich der Merchandise-Shop von Marvin Vlog und mir. Und könnt euch dort gerne was gönnen. Irgendwas, was ihr wollt. Irgendwie so ein scheiß Boxerkissen oder eine scheiß Boxerbag. Eine von den letzten 100 Stück sind, glaube ich, nur noch da. Ja, ist auf jeden Fall ganz geil. Also, Leute, checkt's auf jeden Fall ab. Und ich würde sagen, nächste Megabox. Let's go, 5 verbleibende. Eieiei, schon wieder nichts Neues. Und auch keine Gems. Komm, okay, jetzt aber in der 7. Ich predicte. 3, 2, 1. 4? Was? Okay, nee, das kann aber fast gar nicht sein. Okay, aber immerhin 3 Juwelen, Leute. Die Juwelen, die kommen hier auf jeden Fall ordentlich raus. So, jetzt aber 5. Ey, komm, wie selten ziehen wir hier gerade was? 11 Juwelen dafür aber. Ey, Juwelen ziehen wir halt echt viele, ne? Aber Brawler irgendwie gar nicht. Das könnte eigentlich andersrum. Ja, könnte andersrum sein. Ist es aber leider nicht. So, das war die nächste Megabox und 5. Digga, die ganze Zeit nur 5. Haben die da irgendwas an den Wahrscheinlichkeiten rumgeschraubt? Also gut, die Wahrscheinlichkeit auf einen Legendären ist jetzt verdammt hoch eigentlich. 0,12 fast schon. Aber naja, wir gucken einfach mal. 5 verbleibende schon wieder. Nichts Neues. Yo, 3 Juwelen. Digga, wie viele Boxen muss man da öffnen, dass man was ziehen muss? Hat das irgendwas mit dem neuen Update zu tun? Jetzt mal ganz im Ernst. Also bisher 16 Juwelen. Das ist auf jeden Fall geil. Aber bis jetzt haben wir noch nicht wirklich was gezogen. Nichts Krasses. Und wir haben schon die Hälfte an Gems ausgeben. Digga, wir ziehen die ganze Zeit nur 5. Wir ziehen die ganze Zeit nur 5, aber wieder 3 Juwelen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber yo, hä? Also jetzt guckt euch das mal an. Wir haben schon fast 2000 Gems ausgegeben. Wir haben bis jetzt 7 Brawler gezogen. Digga, das ist ja nicht normal, oder? Also, hä? Schon wieder nur 5? Haben die da irgendwas geändert? Supercell, habt ihr uns irgendwas zu verheimlichen? 6 verbleibende. Let's go. So will ich es auch sehen, Leute. So will ich sehen. Let's go. Ein neuer Brawler. Mortis, was? Oh mein Gott, Leute. Wie geht das denn? Lol. Jetzt ziehen... Ey, was? Ich raff gar nichts mehr. Wir haben einfach Mortis gezogen, Leute. Aber... Hä? Wir haben noch keine, also noch nicht alle Super Seltenen, noch keinen einzigen epischen, aber Hauptsache jetzt Mortis am Start, Leute. Gebt dafür einen Daumen nach oben, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und übrigens nicht wundern, warum da 1 von 3 steht. Ich nehme das Video vor dem Release von Max auf, leider, weil ich nicht anders kann. Ich bin in Deutschland und habe dort keine Möglichkeit aufzunehmen, deswegen, ja, müsst ihr euch zufrieden geben damit. Naja, ist nun mal so. Okay, let's go. So, Mortis haben wir schon mal gezogen. Digga, wie random kam das denn? 5 verbleibende wieder, komm, Gems wenigstens, nope, keine Gems, 5 verbleibende, Digga, wir ziehen die ganze Zeit nur 5 verbleibende, aber wieder 3 Gems, das ist natürlich gut, Leute, das ist natürlich gut, ich bin gespannt, 5, warum, die ganze Zeit nur 5, wir ziehen nicht mal die super seltenen, Junge, das mit den Wahrscheinlichkeiten, das macht ja gar keinen Sinn, also Real Talk, wir müssten ja viel mehr ziehen, kommt mir gerade so vor, oder, also irgendwie kommt mir das, Digga, was, irgendwie kommt mir das echt sehr, sehr komisch vor, 5 Juwelen nochmal am Start, let's go. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. 5 verbleibende, Digga. Diese 5, ne? 6 Juwelen. Okay, das klingt schon mal besser. 6, das will ich jetzt hier auch sehen bei den verbleibenden Gegenständen. Let's go!
5. Nee, da kommt einfach mal gar nichts. Und keine Gems. Jo, aber jetzt mal ganz im Ernst. Digga, wie oft zieht man 5? Das kann doch gar nicht sein. So, aber wieder 5 Juwelen, Digga. Diese 5 ist überall, ne? Die brennt sich in mein Gehirn ein. Ich habe keinen Bock mehr, die zu sehen. 6 verbleibende. So muss das sein, Leute. Come on. Jetzt gönn irgendwas Krasses. Ein verbleibender Gegenstand. Es blinkt. Das heißt, ein neuer Brawler kommt hier raus. Und es ist Penny. Sehr, sehr nice. Okay, kann man machen. Gebe ich mich zufrieden mit. Okay, jetzt haben wir so langsam. Jetzt geht's so langsam los. Schon wieder 6 verbleibende. Jetzt geht's so langsam los. Jean! Hä? Was? Leute, ich komme nicht mehr drauf klar. Wir haben noch keinen einzigen epischen Brawler, aber Hauptsache schon Mortis und Jean gezogen. Junge, wie heftig ist das denn? Ein verbleibender Boni auch noch. Leider keine Gems, aber... Ich komme nicht drauf klar. Wir haben immer noch genug Gems, Leute. Da werden noch einige Boxen geöffnet und leider keine Gems gezogen. Aber naja, so, 5 verbleibende. Die 5 ist natürlich trotzdem noch am Start, leider. Das kann man nicht vermeiden. Aber Alter, das war jetzt schon mal krass. 2 mythische Brawler einfach schon mal gezogen. So ultra random. 3 Gems auch hier wieder am Start. Kann man machen. Mich würde es mal interessieren, was so der Durchschnitt ist an Gems, die man aus Megaboxen bekommt. Ich würde mal sagen, 5 ungefähr, um den Dreh. Oh, 8 Juwelen, sehr nice. So, 1000 Gems haben wir noch. Let's go, nächste 5 verbleibende. Digga, wir ziehen nicht mal alle super seltenen Brawler. Es ist so crazy. Also, es macht irgendwie nicht so viel Sinn, ne, dieses Opening gerade. Hauptsache schon 2 mythische. Legendärer ist aktuell auch nicht in Aussicht. Aber wir gucken mal. 6 Juwelen wieder am Start. Sehr, sehr nice Sache. Ey, ich rechne gleich zusammen. Ich bin so gespannt. 5 verbleibende. Ey, come on. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Let's go, jetzt aber. 5. Ey, was? Wir ziehen die ganze Zeit nur 5 und schon wieder 6 verbleibende. Ach, 6 verbleibende, genau. Schön wär's. 6 Juwelen. Jetzt will ich aber 6 verbleibende hier sehen. Jetzt. Let's go, Leute. So muss das sein. Und es wird ein neuer Brawler. Es blinkt schon. Er will raus. Ich tippe jetzt auf Crow. Let's go. Und es ist Frank. Es ist einfach mal Frank, Leute. Let's go. Digga, jetzt läuft's, jetzt so langsam fängt's an zu laufen, ne? Das kann man auf jeden Fall machen. Und 11 Juwelen, das ist aber ein ordentlicher Batzen, ey. Kann man auf jeden Fall machen. Nächste 6 verbleibende schon wieder. Digga, jetzt beginnt's aber wirklich zu funktionieren. Jetzt funktioniert's, los geht's. Und was? Tara auch noch? Oh mein Gott. Digga, warum kann man noch nicht Max ziehen zum aktuellen Zeitpunkt? Das triggert mich gerade so hart. Ich hätte den Safe schon gezogen. Aber Leute, ihr habt wahrscheinlich gestern im Video, oder war das vorgestern, im Video gesehen, wo ich Max aus einer Freebox gezogen habe auf meinem Main-Account. Also, ja, da habt ihr es eh schon gesehen. Deswegen verpasst ihr jetzt hier nichts. Aber Digga, 3 mythische Brawler, das macht schon Bock. Das macht, also es macht halt ultra überhaupt keinen Sinn, aber ich nehme es gerne mit. Also warum nicht? Let's go. 16 Juwelen, Leute. Das war jetzt die beste Summe. Ach, die hatten wir vorhin auch schon einmal bekommen, aber 16 Juwelen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt auch wirklich so Kisten, wo man 23 Juwelen oder so zieht. Ist mir auch schon passiert, aber heute in diesem Opening leider nicht. So, nächste 5 verbleibende. Naja, wenn es jetzt immer so weitergeht mit 5, wäre es natürlich low, aber gut, 6 Juwelen immerhin. Und wir haben noch 329 Gems. Los geht's, 5 verbleibende. Ey, gibt's nicht. Gibt's nicht. 3 Juwelen leider auch nur. Eieieiei, ich bin so gespannt, wie viele Gems da rausgekommen sind. 5 verbleibende. Gibt's nicht, Digga. So oft 5 verbleibende, ne? Das ist echt ekelhaft heute. Digga, wir haben einen epischen erst gezogen, aber naja, los geht's. 5 verbleibende wieder. Man kennt's nicht anders. 8 Juwelen. Digga, wir ziehen auch so viele Gems, ne? Also das ist auf jeden Fall crazy. 6 verbleibende jetzt nochmal in der letzten Megabox. Jetzt geht's aber los, Leute. Oh mein Gott, ich liebe diese neue Animation, wie das jetzt hier rechts unten in der Ecke blinkt. Das heißt, es kommt jetzt hier ein neuer Brawler raus in 3, 2, 1 und let's go, Piper! Digga, das Opening, ja doch, jetzt zum Ende hin hat schon auf jeden Fall, war schon erfolgreich, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir haben hier natürlich auch die Brawly Day Skins am Start. Digga, das macht absolut keinen Sinn. Das frage ich mich schon seit Anfang an. Warum ist das bitte ein Brawly Day Skin? Also das hat ja nichts mit Brawly Days zu tun. Außer, dass das halt jetzt gerade zufällig zu dem Update gleichzeitig kam irgendwie. Aber feiere ich halt nicht. Da wäre eher so ein Piratenlogo nicer und nicht so eine Schneeflocke. Weil das macht meiner Meinung nach nicht sehr viel Sinn. Aber naja, hier ist auch der Al Brown, der ganz dicke. Den würde ich mir gerne kaufen. Aber leider sind keine Gems mehr da, Leute. Wir haben aber echt gut viele Brawler gezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Da bin ich schon happy drüber. Leute, wir haben insgesamt aus diesen 50 Megaboxen
185 Juwelen gezogen. Also ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das sind im Prinzip dann nochmal obendrauf 2 Megaboxen. Ja, 2,5 eigentlich. Ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn man jetzt den Durchschnitt ausrechnet. Sind es circa 3,7 Gems, wenn es jetzt wirklich 50 Megaboxen waren, die man pro Megabox zurückbekommt. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Haben wir ein bisschen gelernt, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auch unbedingt ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein und ciao.